Bein, wenn Bongo, der kleine Heilbot und der Skelettrumpf mit dem offenen Mund. Sie alle stehen am Thron in den Grabkammern und wollen schleunigst hier weg. Sie haben die Schriftrolle von Arnom Irek eingesammelt in einem sehr spannenden Kampf gegen den geflügelten Wächter und werden nun in dieses Portal springen, um zurück zu ihrer Auftragsgeberin zu kommen. Sehr professionelle Anmod. Oh Gott, auf geht's. Gute Beutestücke, die euer Charakter nicht benutzen kann, könnt ihr mit einem anderen Spieler handeln. Das funktioniert super im Singleplayer. Hey, Miamin. Ich nehme die Schriftrolle einfach mit. Nee. Ich will ja schließlich belohnt werden. Danke sehr. Ich bin beeindruckt von eurem Können. Ich muss gestehen, als ich euch losschickte, fürchtete ich, ihr würdet nicht wiederkommen. Sehr freundlich von dir. Es freut mich, dass meine Befürchtung grundlos war. Während ihr fort wart, habe ich etwas gefunden, das ihr vielleicht brauchen könnt. Bitte nehmt es an. Zusammen mit meinem Segen. Ah, na, vielen Dank. Und dem Dank der Esterianer. Okay, also sie hat was gefunden. Und das schenkt sie uns jetzt. Hat sie ja keine Kosten und Mühen gescheut. Ach, das ist wieder so ein Sammelset. Stufe 15. Vorder Stufe 10. Vorder Stufe 14. Blöd. Lichtbogenbestien-Identifikationsmarke. Nur Begleiter können wir... Ah, eine Marke für Bongo. Ja, cool. Hier eine Vampirmarke mit so einem Vampirgebiss drauf. Oder? Was soll das sein? Lichtbogenbestien. Naja, unter Lichtbogen verstehe ich jetzt nicht Vampire. Die sind ja eher ein bisschen scheu Licht gegenüber. Aber Bongo ist doch ein Lichtbogentier. Warte. Ah, er macht jetzt mehr Schaden. Sehr gut. Cool, Bongo. Ja, sehr gut. Alright. Dann machen wir uns mal weiter. Warte mal, welche Stufe haben wir jetzt? Falsch. Charakter. Stufe 5. Mist. Wir brauchten Stufe 6 für den nächsten Teilbereich, oder? Gerade angekommen. Gerade angekommen. Lass mich durch. Stufe 6 bis 8. Hm, aber ich kann da jetzt rein. Oder ist das nur der Schwierigkeitsgrad? Ja, wahrscheinlich. Na, soll ich mich das trauen? Ja, ich habe ja gespeichert. Mit dem Mausrad könnt ihr heran- und wegzoomen. Ein Klick mit dem Mausrad setzt eure Ansicht wieder zurück. Ja, muss ich nochmal sagen, dass ich es schade finde, dass man nicht 360 Grad um den Charakter rumzoomen kann. Das wäre ziemlich cool. Weil, wie gesagt, das Design ist ja schon ziemlich fett. Und da würde ich mir gern mal... Oh, ein Wegpunkt aktiviert. Würde ich mir gern mal den Charakter ein bisschen besser anschauen. Naja. Aber mein Hammer ist cool. Von dem lila Hammer. Da fliegt eine Fliege. Und kleine Glühwürmchen. Schön. Jetzt gucke ich mal. Wegpunktportal. Okay. Da kann ich mich ja jetzt, glaube ich, zurückportieren lassen in die Stadt.
deren Namen ich vergessen habe. Sehr schlecht. Also diese Esterianerstadt. Okay, kurz mal gucken. Ist natürlich nichts. Jetzt bin ich mal gespannt. Denn... oh, sehr hübsch. Wir sind ja jetzt in einem Gebiet. Das ein bisschen über unserem Level liegt. Das sollte ja ein bisschen schwieriger werden. Das sehe ich schon im ersten Gegner. Wow! Jetzt wollte ich gerade nochmal auf die Karte schauen. Aber keine Chance. Da springen sie mich an. Die bösen Kriegsbestien. Haben diese Uhren hier bewacht. Diese 6 Uhren mit 13 Gold drin. Ein wahrer Grund, Uhren zu bewachen. Naja, vielleicht waren es auch die Uhren ihrer Vorväter. Ihrer Vorbestien. Das tut mir jetzt leid, dass ich deren Ruhe gestört habe. Ich werde mal hier rumgehen. Denn ich möchte zuerst die Quest hier mit der Rüstkammer machen. Da muss ich ja sozusagen ein Rezept stehlen. Ja, was heißt Rezept? Also eine Blaupause. Oh, ein schweres Schwert. Ein schweres Schwert. Schauen wir uns das schwere Schwert mal an. Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Es ist aber wieder ein Zweihänder. Hier ist das Schwert. Oh, 53 Schaden. Auch ein Schwer... Schwerhänder. Ein Zweihänder. Und schwerfällig, das wollte ich glaube ich sagen. Ringschultern. Ah, die haben ein bisschen besseren Körperpanzer. Rächende Ringschultern. Woran müssen die sich denn rächen? An Leuten, die mich anrempeln. Die werden sofort gerecht. Warte mal. Ringschultern? Wo kommt das denn hin? Wahrscheinlich, wo die Kapuze ist, oder? Ja, sehr gut. Das bekommt Bongo. Ich mülle hier langsam zu, habe ich das Gefühl. Naja, ein bisschen Platz habe ich noch. Das ist ja zum Glück nicht wie bei Diablo oder so. Wo das... uiuiuiuiui. Erstmal mit meinem Feuerhammer auseinanderpreschen. Ah, fuck. Die sind richtig schwer. Ich muss meinen Mana-Trank nehmen. Oh, das geht gar nicht. Ich muss die zwei... Fuck it. Okay, das ist Stufe 6, würde ich mal sagen. Stufe 6 bis 8, hahaha. Okay, da zieht es doch ziemlich schnell an. Und meine Kritik vom Anfang kann ich direkt schon wieder zurücknehmen. Alles klar. Hallo, kleiner Heilbot. Kannst du mich mal bitte ein bisschen heilen, während ich nochmal hier reingucke? Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu langweilig, wenn ich hier dauernd mein Inventar durchgehe. Okay, das ist ja auf jeden Fall schlechter, weil das den gleichen Effekt hat. Oh, hier ist wieder ein Gürtel. Den kann ich mir auch mal aufheben. Den kann ich ja auch ein bisschen früher anziehen als den anderen Gürtel. So, jetzt habe ich langsam schon ziemlich krasse Waffen hier. Mit ziemlich vielen von diesen Sockeln. Aber leider habe ich ja gerade keine Dinger zum da reinsetzen. Da. Ja, die kann dann weg. So, ein bisschen aufräumen hier. Mehr oder weniger. ja, das tue ich auch rein.
Warum wollte ich die? Ach, die wollte ich nicht anziehen wegen dem Panzer, ne? Aber die könnte ich zum Beispiel anziehen, wenn ich die Gürtel anziehen kann. Da habe ich ja auch diesen Eispanzer-Effekt drauf. Die ist ein bisschen lahm. Naja. Meine Ordnung hat kein System, wollte ich gerade sagen. Oder mein System hat keine Ordnung. Wie man es nimmt. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube, hier runter werde ich mal. Schon wieder so ein nicht identifizierter. Aua! Wieso aua? Die haben voll daneben geworfen. Blöder Totschleuderer. Ha, jetzt bin ich aber endlich auf Level 6. Also dem Gebiet angepasst. Ach, jetzt habe ich Geschick. Mhm. Sehr gut. So, dann mal auf jeden eins. Noch ein bisschen Geschick. Ich mag Geschick. Dann könnte ich ja jetzt eigentlich mal hier dieses Schild, diesen Schildschlag machen. Wenn ich jetzt schon mit meinem Schild ausgerüstet bin. Muss ich mich aber echt nochmal wundern. Hier ist ja auch gar keine Anzeige oder so, dass ich das Schild wirklich zuvor verloren hatte. Dass es kaputt gegangen ist? Oder was war da los? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Hier sind noch ein paar Ratten. Hey! Geh von der Truhe weg. Loot, loot, loot! Krass, ey. Man kann ja echt viel looten. Und weiter geht's. Mhm. Wow, die Hose ist ziemlich gut. Kolonistenhose der Kühlung. Seltenes Beinkleid. Das ist ein Feuerpanzer. Das heißt, die hält mich schön kalt, ja. Und bei minus 6 Grad draußen ist das auch bestimmt die richtige Kleidung. Wo ist denn mein... das... Die sieht aber richtig geil. 90s, 80s wollte ich sagen. Schlaghose. Nice. Was haben wir hier? Handschuhe. Nicht identifiziert. Automatisch identifiziert auf Stufe 8. Okay. Das war die Knarre. Knarre, Gürtel. Das ist der gleiche. Ja, okay, der hier hat Mana, der hat Vitalitätsbonus. Warum habe ich denn so viele Hosen? Hosensammlung. Aber nur doofe Hosen. Außer jetzt meine Kühlungshose. Meine Thermohose. Ich kann mich echt schlecht entscheiden, was ich hier... Na gut, ich wollte es ja erstmal so lassen, ne? Ich lasse es erstmal so. So, jetzt muss ich aber scheinbar doch hier rüber, oder? Gesehen. Sehr cool, da sieht man auch mal diesen Eiseffekt. Wow, den habe ich ordentlich zerfetzt. Krass. Vielversprechendes Angelloch. Oh. Mist. Dabei dachte ich, ich wäre ziemlich gut im Angeln, weil es die ersten zwei Male so gut funktioniert hat. Ha! Ein Kampfmaul. Das muss ich mir mal angucken.
Oh. Wie süß. Ein Limulus. Eine Spinnenkrabbe. Oder auch ein Urzeitkrebs genannt. Sehr süß. Verwandlung in eine Kriegsbestie für 5 Minuten. Das vergesse ich immer mit diesen Verwandlungen. Das will ich wirklich mal gleich ausprobieren. Das mache ich gleich mal mit der Kampfbestie. Also merken, auf Nummer 6. Einmal auf Nummer 6 aktivieren. Seit wann ist die eigentlich da? Ich habe die eben schon bemerkt. Wusste aber nicht genau, was das soll. Ingenieur-Aufladungsanzeige. Man gewinnt bis zu 5 Aufladungen, indem man Gegner Schaden zufügt. Man verbraucht... Nee, warte mal. Falls Aufladungen verfügbar sind, verbrauchen bestimmte Fähigkeiten wie der Flammenhammer eine Aufladung und werden dadurch deutlich wirksamer. Manche Fähigkeiten brauchen alle verfügbaren Aufladungen, während anderes erlauben, Aufladungen schneller zu gewinnen. Nach einiger Zeit der Inaktivität verfällt eine Aufladung wieder. Und da bricht auch schon der Abend an. Ratte gesichtet. Aua! Wer tut mir denn da weh? Was ist denn da oben? Ach so. Das sah so groß aus, aber das ist, glaube ich, eine Etage über mir. Oh, das ist ein fieses, wiederes Vieh. Ach, das sind wieder diese blöden Feuerratten. Dem Feuerschaden. Aber ich habe meine Thermohose an. Sehr gut. Eine Phasenbestie öffnet beim Tod Phasenportal. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen. Das war völlig daneben gehauen. Wo ist er denn jetzt? Bleib hier. Ha! Ja, fast. Komm her. Phasenportal. Ist mal was? Speichern. Ich hab Angst. Phasenbestien reicht. Bleibt in der Nähe, um die Totems aufzurichten. Okay. So eine kleine Zwischenquest. So ein Minigame scheinbar. So, jetzt wird hier so ein Totem aufgebaut. Und das muss ich ein bisschen bewachen. Mann, diese Aufladung unten, das braucht ja echt lange. Da möchte ich gar keinen, keine Fähigkeit haben, die das irgendwie auf Stufe 2 braucht. So. Jetzt wird mal kurz mein Heilbot gerufen. Hier wird es nämlich langsam ein bisschen wuselig. Wow, jetzt kommt hier noch so ein Tod an. Ja, krass. Man sieht jetzt auch, wie stark mein Angriff war. Ah, ich habe, glaube ich, das erste Totem erfolgreich errichtet. Jetzt geht hier meine Aufladungsanzeige wieder runter. Und man hat eben gesehen, wie stark mein Angriff plötzlich war. Ah, ich habe einen Glutstein gefunden. Mit Gift. Gab es sonst noch was Neues? Hier sind Stoffhandschuhe, glaube ich. Stufe 6 plus Gesundheit. Von Begleitern und Dienern. Das wäre auch mal ganz gut, oder? Mini-Pistole kann weg. Hm.
die Waffen sind zwar vielleicht ganz cool, aber ich habe schon Bock, mit Schild zu kämpfen. Und vielleicht... Ach, das kann ich auch auf meine Kühlhose tun. Stufe 5. Na gut, ich warte nochmal, weil bisher habe ich die Glutsteine ja echt verpulvert, wenn ich die hatte. Und dann habe ich 2 Sekunden später irgendein Item bekommen, was dann irgendwie geil war. So, weiter geht's. Das war ziemlich dumm. Erstmal ein bisschen Mana geopfert für ein publikes Skelett. Aber ich dachte, da die Wächter am Rand würden schon aktiv werden. Jetzt kann ich aber nochmal. Ich finde, bisher hält sich Bongo auch ziemlich gut. Also der... Dem seine Lebensanzeige geht irgendwie kaum runter. So, dann lade ich mal ein bisschen meinen Angriff auf. Bis gleich die großen Wachen da kommen. Dann mache ich mal einen ganz fetten Angriff. So, jetzt. Bouts! Habe ich jetzt gerade nur ein Skelett 9 Punkte abgezogen? Wow. Nein, nicht schon wieder vergiftet. Alles ist vergiftet. Beinwen mag die Truhe nicht, denn sie ist vergiftet. Stoffschultern. Ich kann in Stoffschultern besser sein als Ringschultern. Die sind doch nur aus Stoff. Aber vielleicht ist es ja besonderer, goldener Abwehrstoff. Ach, die ist ja auch. Ich glaube, ich probiere die mal aus. Für eine Weile. Was habe ich denn hier? Ein fähiges Gewehr. Und eins mit Sockel. Steinschloss Faustbüchse des Feuers. Niedriges Angriffstempo. Viel Schaden. Ach, die kann ich noch nicht einsetzen. Auch noch einen Stein gefunden. Ach, schon wieder ein Eisglutstein. Okay. Macht das Sinn, meine Kühlhose mit Eisglutsteinen zu koppeln? Macht das Sinn? Oder lieber hier meine Waffe? Das wäre auch cool, ne? Aber die ist auch nur Stufe 5. Stufe 5, Stufe 5. Überall nur Stufe 5. Wo war die andere Knarre? Stufe 6. Giftpanzer, Giftschaden, Eispanzer. Ach so. Je nachdem, wo ich das drauf tue. Muss ich noch überlegen. Wollte ich eigentlich gerade die Aufnahme beenden. Ach, verdammt, jetzt kann ich meine Hammerattacke nicht einsetzen. Das war natürlich super schlau von mir. Das werde ich kurz ändern. Ist mein Bot noch da? Ja. Ich glaube, das ist auch das letzte Totem, das ich errichten muss. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Das geht ja überhaupt nicht voran. Bounce.
mit euch. Ja, jetzt läuft es hier. Bam! Was ist denn auf der Karte eigentlich mit dieser Truhe? Da muss ich gleich nochmal zurückgehen. Da ist er. Bounce! So habe ich mir das eben vorgestellt. Oh, noch einer. Fuck it. Ah, der schiebt mich ganz schön zurück. Kämpf, Beinwind, kämpf! Sehr gut, du packst es. Alter, ich muss in die Nähe von dem Totem. Es baut nicht weiter. So. Was hat er denn gerade mit Bongo gemacht? Gee. Gebaut. Loot, loot. Kurzer Check. Yes, noch ein Dings. Das ist ja geil. Oh, ich könnte mir so ein 3... Ah ne, ich habe immer nur 2. Aber theoretisch gibt es bestimmt auch mit 3 Stück. Dann kann man sich ein Flammeneis und Giftding da draufhauen. Das ist bestimmt fett. Sturmbjörn, Schulterschützer der Burg. Selten. Gefällt mir gut. Weg damit. Was war das? Stufe 6? 5? Achso, hier kann ich vergleichen. Hm. Okay, ich bin immer noch von den Sockeln. Die Sockeln hauen mich von den Socken. Deswegen weigere ich mich, das noch ins Inventar zu tun. Mann, ich hätte gerne einen besseren Hammer. Ich glaube, ich schicke Bongo mal kurz verkaufen. Und dann tue ich hier mal ein bisschen anderen Kram da rein. Das hätte ich auch noch verkaufen können. Naja. Und dann gucke ich jetzt hier nochmal goldene Truhe. Habe ich die noch nicht aufgemacht? Doch. Na gut. Ach so, jetzt ist hier auch goldene Truhe markiert. Hier ging es ja überall nicht weiter, ne? Da hier hinten, ne? Nee. Alles klar, dann kann ich ja wieder zurück an die Oberfläche. Das war ein sehr cooles Minigame. Wir warten noch 9 Sekunden. 7, 6, 5 und so weiter. Auf unseren Euer Begleiter ist zurück. Freund und Begleiter. Dem kleinen Bongo. Ich muss sagen, inzwischen sehe ich doch schon wirklich aus wie eine richtige Abenteurerin. Und damit tschüss, bis zum nächsten Teil. Eure Beinwen.